einiges, wie ich sehe, haben Sie die Plätze gefunden, sitzen schon alle ganz fleißig da und warten wahrscheinlich schon auf das Essen. Unser Brautpaar ist ebenfalls fertig mit dem Geschenke annehmen. Sehr viele Geschenke haben Sie heute erhalten. Sehr viele Luftballons, Blumensträuße und natürlich Umschläge, die sich in diesem wunderschönen Turm befinden. Bevor wir nun weitermachen, möchte ich Sie zunächst einmal wieder um einen großen Applaus für unser Brautpaar bitten und das Brautpaar kommt mit zu mir nach vorne. Die Dame irgendwas Neues an. Um was handelt es sich hierbei? Was nimmt vor allem die Dame neu an, wenn sie sich mit einem Herrn verlobt? Die Braut hat wahrscheinlich einen neuen Nachnamen angenommen. Nun möchte ich Sie mal fragen, wie ist denn der neue Nachname unseres Brautpaars? Hier. Nachname Scherer oder haben wir eine andere Möglichkeit? Ich denke mal genauso. Sie denken genauso, Scherer, ja? Gibt es noch andere Vorschläge oder sind wir uns hier einig? Scherer. Wunderbar. Wie Sie wissen, befinden wir uns in Deutschland und in Deutschland herrscht sehr viel Bürokratie. Das heißt, den Namen muss man irgendwo verewigen. Für den neuen Nachnamen. Ich möchte nun, dass das Brautpaar seinen neuen Nachnamen auf diesen Zettel hier verewigt. Diesen Zettel lege ich mal vorsichtshalber schon mal auf den Boden. Und wie Sie wissen, gibt es ja oftmals auf Hochzeiten keinen Kugelschreiber. Und dafür haben wir ein kleines Expertenteam eingeladen, welches uns einen großen Kugelschreiber zur Verfügung stellt. Sehr schön. Den Stift könnt ihr an Viktor abgeben. Großen Applaus nochmal für die zwei kleinen Damen. So, lieber Viktor, hattest du schon mal so einen großen Stift in der Hand? Nein. Nein, das erste Mal. Und ich glaube, Irina hat so einen großen Stift ebenfalls noch nie gesehen. Nein. Ich bitte euch nun, gemeinsam mit diesem Schrift euren neuen Nachnamen hier auf diesem Blatt zu vergeben. Wie geht das? Lieber Viktor, du kommst zu mir nach vorne und darfst dich erstmal vor deiner Braut niederknien. Knie dich nieder. Sehr schön. Großen Applaus für Viktor. Lieber Viktor, du darfst die Spitze des Stiftes führen. Irina, du hast oben die Kontrolle. Das heißt, wenn Viktor anfängt zu schreiben, fängst du ihn an, ihm ein bisschen zu helfen. Das Wort Gorka bedeutet. Mal Hände hoch. Wer weiß, was das Wort Gorka bedeutet? Ja, die Hände kommen langsam hoch. Hier, dieser Herr, hier vorne. Wissen Sie, was das Wort Gorka bedeutet? Herr. Herr. Okay, und was bedeutet das auf einer Hochzeit? Das weiß er nicht. Seine Hochzeit liegt schon sehr lange zurück, ja? Fragen wir mal die jungen Herrscher, hier die Damen. Wissen Sie, was das Wort Gorka bedeutet? Sauer. Sauer. Okay, und was bedeutet das auf einer Hochzeit? Dass Sie sich küssen. Haben Sie sicherlich wahnsinnigen Hunger und dafür haben wir extra für Sie eine Hochzeitssuppe vorbereitet und diese wird von einigen Gästen von da hinten hineingebracht. Ich bitte Sie. Liebe Herrscher, folgendermaßen, der Schuh der Braut wurde geklaut und diese Damen haben beschlossen, die Hochzeit zu sabotieren. Denn die haben den Schuh der Braut geklaut und das sind alles Ex-Frauen von Viktor. Deshalb großen Applaus für seine Ex-Frauen. 25 Euro und ich glaube, wir haben den ersten Wunsch. Welcher darf es denn sein? Striptease von den Trau... Also von ein Striptease für 25 Euro, ich bitte Sie. Für 25. Die Herrschaften haben bestimmt ebenfalls was zuzusteuern, oder? Wir schauen mal, wenn wir 50 zusammenkriegen, wird der Striptease stattfinden, okay? Werfen Sie rein. Komm, ein wunderbarer Wunsch. 70 Euro für einen Striptease vom Trauzeug. Unter unseren Trauzeugmalen eine 1. Bei einem Datum dürfen natürlich die Punkte nicht fehlen. Deshalb möchte ich für euch beide einen Punkt sehen. Ja. Die Trauzeugin hat es richtig gemacht. Weiter geht's mit der 04. Also, liebe Tanja, eine 0. Wow, da hat der Stuhl sogar gequetscht. Und wieder mal von hier eine 4. Wunderbar. Und nun möchte ich von euch einen Punkt nach vorne sehen. Ja! Großen Applaus für die beiden. Wunderbar, sehr schön. Ich bedanke mich.
Liebe Gäste, wie ich sehe, sind Sie alle fleißig am Essen, vergnügen sich gerade mit Ihrem Teller. Doch wir haben eine kleine Überraschung für unser Brautpaar vorbereitet. Ja, die Eltern sind aufgestanden. Die Mama hat sich um den Papa geschlungen, bis der Papa blau anlief. Danach wurde er freigelassen und er hat ihr noch so auf die Brust oder auf den Bauch geklopft. Das möchten wir nun von euch ebenfalls sehen. Machen wir zunächst einmal das erste Gorka nach, und zwar von den Eltern von Evina. Ihr müsst erst sitzen. Die Eltern saßen erst, dann kam das Gorka, der Papa ist aufgestanden, die Mama hat irgendwie gewunken und hat sich dann für 2-3 Sekunden geküsst. Ja, spielen wir das Ganze nach. Gorka! Ja, wunderbar. Einmal das erste und dann spielen wir mal das zweite. Vergiss nicht, Elena, du musst dich um den Hals werfen und ihn wirklich erwürgen, bis er blau anläuft. Ja? Gorka! Was ist an Ihrer Liebe denn so besonders? Sie ist einmalig, ja. Sie ist magisch, sie ist aufregend. Einmalig, romantisch, aufregend. Wir schreien nun ganz laut Gorka und Sie zeigen uns eine einmalige, romantische, aufregende Liebe. Gorka! 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 Wunderbar! So, TV Venus gegen die Hochzeitsfischer. Was müssen wir machen? Zunächst einmal bekommen die Kapitäne zur Kenntnis eine Maske. Und die Dame jedenfalls. Die könnt ihr ruhig auf der Stirn lassen, damit ihr auch seht. So, folgendermaßen. Ihr bekommt nun von uns ein paar Handschuhe in die Hand gedrückt, ja? Mit diesen Handschuhen lauft ihr los zu unserem Brautpaar, zieht ihnen die Handschuhe über, einmal um die Braut, um die Bräutigam herum und lauft wieder zurück zur Mannschaft. Ja, die Dame hat einen schwachen Start. Gäste, Sie haben sich nun genug geduldet. Sie hatten was Warmes zu essen, was Kaltes zu essen. Und jetzt kommt ebenfalls natürlich was Süßes zu essen. Und deshalb bitte ich Sie um einen großen Applaus für unsere Hochzeitstorte. Viktor darf den Regenschirm halten und in Richtung der Braut drehen. Irina, du darfst anhalten. Das heißt, einfach mit dem Finger, wenn er dreht, drauf tippen. Und der Dame, der gewonnen hat, der fällt, der darf dann zu mir nach vorne kommen und sich einen Preis abholen. So, wir fangen an. Los geht's. Folgendermaßen, Simon. Die eine ist zu mir gekommen, hat gesagt, du hast ziemlich Probleme beim Milchkaufen, ja? Immer wenn du irgendwie in die Milchtheke gehst, gehen die Flaschen kaputt, die ganze Milch, die zerläuft und du versaust den ganzen Supermarkt. Ja? Deshalb haben wir als Geschenk extra für dich eine Milchtankstation bzw. auch als Milchtaschen genannt. Hier, nimm dein Geschenk in Empfang. Milchtaschen. Bitte mal anprobieren, lieber Simon. Einmal reinschlüpfen. Einmal hilft es sicherlich. Einmal reinschlüpfen, ja, wunderbar. Jetzt kannst du einfach in die Milchtankstelle volllaufen lassen. Ich glaube, hier passen 3 Liter rein und ich glaube, du bist sehr gut gedient. Großen Applaus für die beiden. Bereit? Die Hände schon mal hochstrecken, damit sie auch gleich fangen können, ja? Ja, sehr schön. So, auf mein Startkommando darf Irina den Strauß nach hinten befördern. Auf die Plätze und los! Oh. Man hat hier schon vorne gesehen, die Dame in Rot war schon so. Ah, ich krieg ihn, ja? So, jetzt aber, liebe Damen. Und wir fliegen, Irina. Und was macht so ein Ehepaar? Das schmeißt natürlich den Haushalt. Und damit ihr perfekt für den Haushalt vorbereitet seid und wir sehen, werden bei euch im Haushalt die Hosen anhaben wird, haben wir hier so ein Geschenk für euch vorbereitet. Bedient euch mal. Und auf mein Kommando packt ihr so schnell wie möglich aus und zieht es an. Los geht's!